Und während Zudamin die Hände auf die versehrte Stelle legt, kann Diamantas erkennen, wie wohl ein Bauer in der Ecke von dem Rahandra, der Tempel, oder diesem Innenhof liegt. Und er zuckt wohl wie einen starken Krampf. Er blutet aus Nase, aus den Ohren. Und während du das siehst, spürst du wohl, wie dich ein unerklärliches Frösteln erfasst. Zudamin packt derweil den Unterarm von Serpentilio, ähnlich wie sie es bei dem Pferd getan hat, wirft einen Blick zum Himmel. Ich weiß, Herrin, du kannst ihn nicht besonders gut leiden, aber wir sind in Not und er ist mir wichtig. Bitte hilf ihm. Ja, bitte, er hilft. Zurück zu Diamantis. Ja, der lässt seinen Blick auf diesen zuckenden Mann, hat gar kein Auge für Serpentilio momentan, den auf mit vielen Fragen an. Hey, was ist mit dem da drüben? Dem geht's aber gar nicht gut. Wurde er vergiftet? Ach so, Serpentilio. Ja, natürlich, ist nicht wichtig. Können wir? Ist das Ganze jetzt geheilt? Zulamin streicht nochmal über den Unterarm. Geschlossen. Gut, Seht dann ihr denn verlieren wir keine sicher? Zeit mehr. Kann ich wieder hinsehen? Ja, ihr könnt. Macht vorsichtig das zugekniffene Auge auf, sieht sich den Arm immer noch weit weggestreckt. Nun, soll keiner sagen, dass die Gaben, die man euch gegeben hat, zu nichts einzusetzen wären. Danke, Kapitän. Ja. Ich stehe in eurer Schuld. Immer wieder. Dankt meiner Herren. Verschwinden wir vielleicht am besten von hier. Ja, sollten wir. Ja, seht ihr, Diamantas hat sich, nachdem er selbst gesagt hat, dass wir verschwinden sollen, noch abgewendet und ist einige Schritte auf diesen Bauern zu marschiert, hat sich zu dem herabgebeugt und schaut sich den jetzt, ohne ihn besonders anzufassen, näher an. Kann ich irgendwas Besonderes an ihm sehen, was mich auffassen lässt, warum ich dieses komische Gefühl in seiner Nähe habe? Du siehst wohl kurz bevor du ihn berührst, oder bevor du an ihn herantrittst, wie neben dir ein Jugendlicher steht. Er greift nach deiner Hand und führt sie sorgsam weg. Wenn du in sein Gesicht siehst, kannst du wohl erkennen, dass er. Seine Haut ist zu klein für sein Skelett. Es sieht fast so aus, als würde seine Knochen, seine Wirbelsäule oben rausragen und auch seine Hände würden rausragen aus der Haut. Und dann erkennst du ihn. Es ist der kleine Junge, jetzt allerdings um ein paar Jahre gewachsen. Du solltest ihn nicht anfassen. Er ist krank. Junge, was? Wie? Du Er hast dich ist krank. verändert. Boah. Warum ist er krank? Ihm scheint Komm es. mit, wir müssen verschwinden. Hier haben wir keine Macht. Er lässt mich irgendwas Komisches fühlen, so als irgendwas mit mir zu tun Dies ist die oder alte auch nicht. Nacht. Der Himmel verdunkelt sich und am Firmament sind keine Sterne zu sehen. Finsternis senkt sich herab. Wir müssen hier weg, bevor ihr stürzt. Dann ist der Untergang wohl nah. Aber das wusste ich schon. Gut, dann gibt's hier für mich Er nichts mehr. stirbt unweigerlich, wie alle anderen auch. Und dabei breitet er seine Arme aus, siehst du, wie Seidenschleier oder so etwas an seinen Armen, wenn er sie ausbreitet, herabfallen. Wirkt auch fast wie so ein Prophet, wenn er da mit seinem viel zu kleinen Körper steht, der da irgendwie reingezwängt ist, als würde er zu groß sein für diese Präsenz, die er ausströmt. Lauft! Lauft! Und so drehe ich der prophetischen Gestalt den Rücken, zu wissen, dass sie mich trotzdem nicht verlassen wird, und laufe schnellen Schrittes dort, wo ich meine Gefährten zuletzt gesehen habe. Und so Wird Zeit geht zu es gehen. mit Azaban im Gepäck nach Norden. Immer mal wieder den ein oder anderen Dämon, den ihr aufblinken lassen könnt, irgendwo die Sphären kurzzeitig zerreißen und wie Augen euch entgegenstarren, begierig darauf, dass sie am morgigen Tag herausbrechen.
mit aller Gewalt. Und während ihr durch den Basar lauft, könnt ihr wohl auch einige weitere Elemiten erkennen, die wohl um euch herum durch die Stadt wuseln und wimmeln mit ihrem Gekröte und Gequake. Irgendwelche Echsen, Kultisten oder so etwas, aber das ist nicht mehr für euren Belang. Und so bricht ihr auf nach Norden. Wenn ihr die Stadt verlassen habt, mit einem letzten Blick, während diesen krankhaften Tagen, noch einige Fliegen, die um euch herum wuseln, die sich noch an der schmutzigen Robe von Serpentilio niedergelassen haben, könnt ihr dann den Vorhang der Sphären durchschreiten, einmal den Schleier zur Seite ziehen und dann auf der anderen Seite wieder in den Winter herantreten, wo, wie in einer ganz anderen Welt, der Burun-Ula leise fließt, ein großer Teich, der an der Stelle liegt, ruhig und ja, einsam im Süden von euch, an der Stelle, wo einst der Klerkeyarkesh stand. Einige Hochzeitsklänge, die ja parallel zu euch klingen, allerdings von dem aktuellen Yarkesh heran, wo man die Hochzeit von Diamantes feiert. Fröhlich ausgelassen. Von der Katastrophe, die sich hier einst niedergelassen hat, kann man nichts sehen. Ich würde mich irgendwie mal umschauen. Ist der Schleier noch da oder schließt er sich? Er ist noch da. Wird dann nach und nach allesamt durchtreten und immer noch klafft dieses Loch an der Stelle. Ist Sylamin, ihr solltet irgendetwas tun, um diesen Riss zu schließen. Gib mir den Tetraeder, Kelbara. Ich will sehen, ob ich alleine etwas bewirken kann. Nimm ihn. Ich habe keine Verwendung mehr für ihn. Sylamin nimmt den Tetraeder und stellt sich für den Riss. Wirft noch einen zögernden Blick in die Richtung und denkt an all die Leute, die sie dort zurückgelassen hat und dreht ihn dann in den Händen und versucht herauszufinden, wie sie denn das schließen kann. Ganz intuitiv gelingt es dir. Du siehst, wie die graue Sphärenwabern wieder zusammenwächst, ohne dass du wirklich weißt, was du da gerade getan hast. Ein Leuchten, was von dem Tetraeder ausgeht, und dann seid ihr alleine. Es war tatsächlich so einfach, wie er behauptet hat. Sie wiegt den Tetraeder in der Hand und lässt ihn dann in ihre Tasche gleiten. Nun, das war äußerst interessant, könnte man sagen. Hoffen wir, dass wir niemanden zurückgelassen haben, der die Zeit den hier noch beeinflusst. Nun, wir sind hier und scheint es nicht geschah zu haben. Nun, manche Änderungen könnten sich erst später offenbaren. Aber ja, ich teile euren Optimismus. Wir sollten uns auf die Gefahren der Gegenwart besinnen. Ich zumindest fühle mich, als wäre sehr viel Zeit vergangen. Diamantes darf sich nicht blicken lassen. Es fliegt der Schwindel auf. Dann verschwinden wir doch von hier. Ich für meinen Teil bin hier fertig. Ich danke euch für das gemeinsame Wirken. Ihr wollt uns also an dieser Stelle verlassen? Meine Jagd galt dem Schleier, beziehungsweise vor allem dem Gürtel. Beides ist nun in Sicherheit. Damit ist Zar höchstwahrscheinlich sehr zufrieden mit mir. Allerdings gibt es weitere Aufgaben. Ich bin dankbar dafür, dass ihr vernünftig wart und nicht auf eurem ursprünglichen Plan bestanden habt. Das spricht für eure Klugheit. Nun, ich muss mir meine Klugheit nicht von euch beurteilen lassen. Immerhin bin ich Magierin, Abgängerin eines anatomischen Instituts. Sylamin sieht so aus, als müsste sie sich sehr überwinden. Und meint dann mit einem Seufzer: Es gibt eine letzte Sache, die ich für euch tun kann. Und wenn ihr meine Hilfe annehmen mögt. Welche? Ich weiß, alle Welt ist hinter euch her. Ich könnte euch ein Empfehlungsschreiben für die alle Achami, Antomek Aterion, mitgeben. Vielleicht hilft es euch eines Tages. Ich verzichte. Ich bin nicht auf ein Almosen von euch angewiesen und die Achami interessiert mich nicht. Ich habe mich bereits vor einiger Zeit
selbstständig gemacht und bilde meine eigenen Magier aus, allerdings auf dem richtigen Wege. Das wollte ich euch gerade mitteilen. Ich werde nach einem meiner ersten Abgänger suchen. Mein Name ist Tau. Er ist ein durchaus ambitionierter Magier, der sich zurzeit in der Wildermark aufhält. Dann seid zahm mit euch. Ich werde ihn zu euch in die jankanische Provinz schicken. Er möge euch helfen in dem Kampf, der da kommt. Nun, das ist wohl so Zeit für einen Abschied, nicht wahr? Ich wünsche euch ein erfreulsames und langes Leben. Mögt ihr es genießen. Ja. Auf Nimmerwiedersehen, Abelmir. Auf Nimmerwiedersehen. Auf Nimmerwiedersehen, hoffe ich. Ihr seid eine Schande für unsere gesamte Zunft. Ihr seid eine billige Hexe, die sich an den Siegel erschleichte hat. Geht nicht weg von mir! Ich möchte gerne hinterherlaufen. Okay. Hinterherrufen, lass dich nicht ärgern. Sobald wir außer Hörweite sind von den anderen. Ich danke euch für eure Hilfe. Wenn ihr mich braucht, ich werde euch in guter Erinnerung behalten. Ja, unsere Götter mögen nicht immer einander verstehen, aber ich denke, wir sind doch auf der gleichen Seite. Zar und Kor, nein, die mögen sich tatsächlich nicht. Naja, aber ich bin ja ganz sympathisch. Solltet ihr einmal das Gefühl verspüren, dass ihr lieber euer Schwert weglegt und einen Pflug oder so etwas führen mögt, oder gar ein chirurgisches Messer, dann kann ich euch dabei behilflich sein. Vielleicht werdet ihr einmal ein guter Arzt. Naja, und sollte ich tatsächlich mit dieser Frage einmal zu euch kommen, erweist mir die Gnade und setzt mir ein Ende. Ich wünsche euch eine schöne Reise. Sie gibt dir die Hand? Ja, ich gebe die Hand zum Kriegergruß. Und dann schließe ich mich wieder meinen Gefährten an. Sulamin. Ja. Siehst du, wer Serpentine kurz da zu überlegen scheint, ob er Kamera anzünden soll? Möchtest du etwas dagegen tun? Sie legt ihr sanft eine Hand auf den Unterarm, den sie vor wenigen Minuten oder vor einigen Jahrtausenden geheilt hat. Lass das gut sein. Diese wertlose Verschwendung von Astralkraft. Nun, wenn wir Glück haben, dann werden wir sie nie wiedersehen. Aber genau das befürchte ich. Und lassen sie weiter ihr Unwesen treiben, oder was? Ich glaube nicht, dass sie schlechte Dinge tut. Ich bevorzuge es allerdings, weit weg von mir tut. Wirklich? Diese zur Schaustellung von gefährlichem Halbwissen und einfacher direkter Inkompetenz hat euch nicht davon überzeugt, dass sie auf irgendwelche Schüler loszulassen etwas Schlechtes wäre? Natürlich, ihr habt recht. Wenn sie aus demselben Holz geschnitzt sind wie sie, ist an denen sowieso nichts mehr zu verlieren. Rafim, wenn du wieder zurückkommst, kannst du wohl bemerken, dass Kelbarra in deiner Hand etwas hinterlassen hat, als sie dir die Hand gegeben hat. Sie hat wohl einen Ring abgestriffen. Oh, ich würde den erstmal einstecken. Passt dir sowieso nicht an den Finger. Das ist meine Problematik. Kann er sich einen Nasenring draus machen? Nun, da wäre noch dieser Speer, der geborgen werden muss. Dort im Süden müsste irgendwo sein. Ja, können wir noch mal kurz über eure Fähigkeiten der Diplomatie gegenüber einer Auserwählten der Zar sprechen? Die ist nämlich unter aller Sau. Nun, ich war doch recht höflich, habe ihr einen guten Abschied gewünscht. Ja. Und ich muss sagen, ihre Diplomatie mir gegenüber war auch unter aller Sau. Ich habe mir die größte Mühe gegeben. Sie hätte mir diese Höflichkeit gerne erwidern können. Naja, vielleicht bin ich einfach den raueren Ton gewöhnt. Mag sein. Aber ja, der Speer, den sollten wir uns auf jeden Fall schnappen. Das heißt, wir gehen jetzt tauchen. Nun, zumindest müssen wir erstmal diesen Fluss überqueren, wenn ich es richtig verstanden habe. Er soll doch im ehemaligen Avesha-Tempel sein. Dort auf der anderen Seite, nicht wahr? Könnt ihr euch orientieren, Abelmir? Ich sehe in erster Linie den See. Ich
probiere es mal. Keine Ahnung, ob die einen Flussverlauf hat. Die Geografie oder Karto, ne, eher Geografie. Okay. Kann ich auch Geografie würfeln und hilft mir innerer Kompass in dem Fall. Auf alle Fälle. Du warst auch schon da. Genau. Also mit einem Punkt, nein. Gut. Drei, das ist auch nicht gut genug. Ich habe ganze vier. Wir sammeln hier. Also Rafim, dein innerer Kompass hilft dir auf alle Fälle. Du wirst wissen, dass an dieser Stelle der Avis-Tempel sein muss. Mitten im See. Ja, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber... Und er zeigt auf eine grobe Richtung. Da ungefähr müsste es sein. Aber ob jetzt 100 Meter weiter vorne oder hinten, da bin ich mir nicht sicher. Wie kommen wir nur in diesen Fluss? Naja, habe ich ja gesagt, aber wir tauchen. Also über den Fluss können wir schwimmen, das ist nicht das Problem. Aber naja, ein Boot werden wir uns wohl nicht holen können. Aber. Ich glaube, auf Boltaks Hilfe können wir aktuell nicht zählen. Er hat sich in Yarakash ein klein wenig verausgabt. Nun, wenn die Herrschaften wollen, bringe ich uns trocken herüber. Naja, wenn ihr das ohne dämonische Wesenheiten zustande bringt, gerne. Eventile versucht, sein allergrößtes Gewinnerlächeln wiederzufinden. Aber Rafim, für wen haltet ihr mich? Selbstverständlich geht das. Und Donatian hat sich eines Dämons bedient. Es ist eine berechtigte Frage. Allerdings, was ist mit dieser Verschleierung? Sollte nicht die Lanze da doch auch verborgen werden? Ich vermute, dass unser Wissen um das Dasein uns das Bergen ermöglicht. Gut, wenn du eine Vorstellung hast, wo wir hin müssen und Serpentilio sagt, er kann uns dorthin bringen, dann lass es uns versuchen. Nein, verzeiht, hinüber, nicht hinunter. Ich kann euch auch hinunterbringen, wenn ihr wollt, aber tauchen müsst ihr trotzdem. Naja, also, hat denn hier jemand was dabei, dass ich unter Wasser atmen kann? In der Tat, wenn ihr mir erlaubt. Tatsächlich. Ein Zufall. Sulamin, werd ihr so freundlich. Und Rafim fängt an, seine Rüstung auszuziehen. Ich helfe ihm, die Riemen zu lösen. Wie weit ist denn meine Einschätzung? Wie weit müsste ich denn da schwimmen? Also, ich habe die Karte genord, beziehungsweise, das soll ich mal selber angucken. An eurer Stelle ist der Fluss 88, 90, 93, 96 Meter breit. Da müsstest du einmal knapp 100 Meter schwimmen. Mhm. Die Strömung ist moderat, da würde ich einen Plus 7 ansetzen. Das ist immer in der Baron Una. Dann müsstest du an eine jeweilige Stelle vom See treten, kannst auch auf die andere Seite herantreten und könntest dann nochmal 40 Meter schwimmen. Der See ist relativ ruhig. Du wirst wohl eher Probleme beim Baron Ula erkennen. Wenn ihr mich jetzt Wasser atmen lasst, kann ich dann noch Luft atmen, oder wie funktioniert das? Wenn ich es richtig mache, ja. Ja, dann macht es doch richtig. Nun gut, euer Messer bitte. Ich würde ihm einen Opferdolch reichen. Das wird ein wenig wehtun, aber ich bin mir sicher, ihr seid es gewohnt. Oh, jetzt macht ihr ihn auch sympathisch. Ich greife ihn an und fange an, einen Salander Mutanda zu wirken. Und zwar schneide ich ihm auf jeder Seite relativ flach, also ich will jetzt nicht irgendwie die Ader anknipsen oder so, drei flache Schnitte in den Hals und hexe ihm Kiemen an. Und das geht. Denn dafür hat er Sander eine Variante. Ja, dann würfel ihn nochmal. Rechnen wir kurz. Und zwar, ich lasse mir natürlich Zeit, denn wir haben sie ja. Rafin, du bist ein freiwilliges Ziel. Sag mir bitte deine MR. Ja, meine. Gegen Verwandlungen, falls es relevant ist. Das müsste dann 13 sein, wenn die. Du bist ja nicht mit eiserner Wille unterwegs. Der geht, glaube ich, auch nicht gegen Verwandlungen. Also, ich brauche nur deine Base MR. Achso, dann 10. Gut, davon nehmen wir die Hälfte, das sind 5, also eine 5er Erschwernis. Dazu eine 7er Erschwernis für die Variante, haben wir also eine 12. 12er, nichts davon wird halbiert.
Erleichtert um 4 für Zeit lassen ist also eine 8. Wenn ich jetzt meinen Zauber noch finden könnte, hätten wir die Probe auch schon. Ah, da haben wir ihn ja. Das ist locker flockig gelungen und Rafim wird dann feststellen, dass ihm... Achso, ich muss eine Tierkundeprobe dafür ablegen. Ich werde das mal pro forma machen, ja. Dass du weißt, was Kiemen sind. Ich weiß, wie ich die mit deiner okay. Oh, what's it called? Mit deiner Physiologie vernünftig verbinde. Aber ich denke, das geht Frosty, oder? Willst du die 18 geschippt haben? Sollte klappen. Gut. Und dann bekommt er halt Haifisch-Kiemen. Und idealerweise sollte er trotzdem seine Lunge noch benutzen können. Es kann sein, dass ihr sich ein wenig daran gewöhnen müsst, wo ihr einatmen und ausatmen müsst. Wunderbar. Dann würde ich außer meinen Schlagring nichts bei mir führen. Also meine ganzen Waffen und den Rest zurücklassen und mich versuchen, durch den Fluss zu schwimmen. Dann, Chor, mit dir. Viel Glück, Rafim. Ja, im schlimmsten Falle trinke ich. Plus 7? Was das Schwimmen? Genau, Schwimmen plus 7. Ertrinken kannst du jetzt nicht mehr, aber du kannst trotzdem abgetrieben werden. Ja, wer weiß, wo ich dann lande. Zauber hält für 8 Stunden, also du findest schon wieder zurück bis dahin. Ja, also der Baron Ulla ist kein Problem. Der macht nicht viel, habe ich gehört. Okay, dann schwimmst du auf der anderen Seite wieder an die morastige, modrige Küste heran. Trittst dann durch den immer wieder fester werdenden Schlamm nach oben, streifst ein paar Schlingen und Gräser beiseite und kannst dann an den See herantreten, der vor dir liegt in all seiner Pracht. Du kannst die Stadt einschätzen, wo sie einst lag, umrundest dann so halb einmal das Oval und auf der anderen Seite trittst du dann wieder in den Schlamm hinein. Du kannst sehen, dass die Stelle hier wohl wirklich tief abfällt, also über den gesamten See, als würde hier ein großes Erdbeben ein Loch verschluckt haben. Und das Wasser ist sehr dunkel, auch wenn es wenn es hier tief runter geht, es ist ruhig, aber dunkel und kalt. Ja, ich würde als erstes ein kurzes Gebet beginnen. Nur mal eine Fährtenlesenprobe. Gerne. Warte. Ach, schaffe ich. Ist noch ein Schicksalspunkt. Nein. Dann siehst du Spuren im Schlamm. Oh. Das stört mich nicht. So, Chor, du wirst dich bestimmt noch erinnern. Hier haben wir uns das erste Mal gesehen. Führe meinen Weg wieder in diese verfluchte Stadt. Und danach würde ich Kopf voran in den Fluss, in den See springen. Okay, du siehst, wie dort Ruinen aufragen. Viele Ruinen. Ganzes Stadtbild zuordnen. Alles ist zerstört. Und von vielen Rissen durchzogen, eingestürzte Ruinen, Algen, die dir entgegenstarren und sich dir entgegenwinden. Du kannst noch die ein oder andere Leiche erkennen, die da mumifiziert zwischen den einzelnen Gebäuden hängt. Und ja, weitere Gebäude, die eingestürzt sind. Der Zwiebelturm von Avis oder von Avesha liegt wohl heruntergebrochen dort. Du hast vor wenigen Augenblicken nur hast du ihn in seiner vollen Pracht erblickt. Und es fühlt sich an wie ein falsches Ziehen, wenn du dann ihm entgegenschwimmst mit deinen starken Armen, dich nach unten treiben lässt. Es ist sehr kalt. Du kannst zwar atmen, aber es ist kalt. Und dann kannst du wohl sehen, dass sich da etwas bewegt. Das kommt wohl aber nicht vom Avesha-Tempel, sondern von den Überresten des Balkalil-Tempels. Sehr. Ja. Meine Paradetalente werden hier abgefragt. Ah, gar nicht so schlecht. 12. Es ist dunkel, aber du kannst da wohl 2 Personen erkennen. Deine dritte, die dort unten schwimmt. Irgendwo zwischen den Ruinen vom Balkalil-Tempel. Ja,
dann möchte ich denen ausweichen. So weit wie möglich. Gut, dann gib mir mal eine Sich-Verstecken-Probe, während du mit deinem kräftigen Arm auf den Blütentempel mit dem eingestürzten Zwiebelturm zugehst. Was gelingt dir? Du verbirgst dich in der Schwärze und ziehst dich dann durch eins der Löcher nach unten, kannst dann den Säulengang erkennen, durch den du dann in einem der Räume verschwunden bist. Du erinnerst dich zurück an den Geschmack mit den Orangen und dieser Kamille. Oh, es war vor wenigen Tagen nur und so viel ist passiert. Und ja, du siehst, wie dort ganz unten diese Schleife oder diese Wendeltreppe in die Tiefe führt. Und das ist wohl eine Wendeltreppe, die du dich nach unten ziehen müsstest. Tiefer, nach innen, nach unten. Naja, mit dem Wissen, dass der andere Schlussstein auch tief im Boden verborgen ist, würde ich mich auch mal nach da unten begeben. Ja, du würdest fast klaustrophobisch werden, wenn du jetzt hier mit dem Kopf nach unten in der Schwärze dich nach unten ziehst und dann diese Wendeltreppe in den Keller hinab. Und dann, ein kleines Türmchen nach unten geschwommen, stehst du in einem, ja, in Rondell mit drei Türen, die abgehen. Allesamt stehen sie offen, nur Schlamm und Schlick und einige Algen, die dann hier einige Blütenblätter gezogen haben. Ein feines Geflecht aus Blüten. Drei Gänge. Ja, warte. Ja, dann nehme ich den zweiten Gang. Den in der Mitte. Den in der Mitte. Du kannst einige Risse in den Wänden erkennen, aber die Gänge sind trotzdem nicht nur mit Wurzeln verziert, sondern auch die Kammern wurden bemalt oder geschnitzt, in den Stein hineingeschnitzt. Du kannst dort sehen, das bist doch du. Du siehst eine Gestalt, die exakt so aussieht wie du. Ein großer, rasierter Krieger zwischen den, die Proportionen sind erkennbar. Er ist 2,50 Meter groß, wenn die anderen, drei Köpfe mehr, mit einem Speer bewaffnet. Den Speer selbst hast du noch nicht gesehen, aber er hat wohl keine Ähnlichkeit mit dem, den du führst, der aus Titanium. Ist trotzdem erhaben, auch wenn das hier alles alt ist, zwischen den Wurzeln und den Algen, aber ja, das bist du. Naja, das sieht ja gar nicht schlecht aus hier. Ja. Endet der Gang auch hier oder führt er noch weiter in die Tiefe? Führst ihn weiter und kannst dann einige Wurzeln beiseite ziehen. Dahinter eine große Kammer. Alles ist dekoriert mit Totenschädeln. Das müssen Hunderte sein. Hunderte von Totenschädeln, die hier aufgebahrt worden sind. Tausende. Und in der Mitte des Raumes ein großer Altar, auf dem ein Speer liegt. Sind die Schädel menschlich? Die Schädel sind menschlich. Na dann wollen wir mal. Wenn du heranschwimmst, kannst du auf der anderen Seite. Es ist wohl alles sehr dunkel, aber ein Glosen, wie ein weiterer Riss oder eine weitere Kluft kannst du erkennen. Sieht aus wie ein Portal oder eine Tür mit zwei Flügeln zur Seite, aber das sind keine Wurzeln. Das sieht so aus, als würde der Stein hier Fasern ausgebildet haben. Es erinnert dich ein bisschen wie eine Muschel, die halb geöffnet auf der Seite steht. Intuitiv hast du das Gefühl einer riesigen Vagina, die Lustgrotte einer Frau anzustarren, und du siehst auch, wie da wohl trotz des Wassers um dich herum und trotz der Dunkelheit läuft da wohl Flüssigkeit und Schleim entlang. Du kannst oben so eine kleine Perle entdecken.